Ja, wir sind mal wieder auf Sendung. Ja, genau, das wollte ich euch zeigen oder das will Stefan euch zeigen. Hier. Stefan will gar nichts zeigen, ja. Sibylle war wieder völlig nervös, ja, dass ich die Tonne döngle, ja. Naja, man muss Dabei. dazu wissen, dass die Tonne, die rote Tonne, eigentlich auf die Backbordseite gehört. Insofern versteht man vielleicht meine Nervosität. Naja, und dann Und muss man. außerdem muss man auch wissen, dass Stefan unter einem gewissen Bojenmagnetismus leidet, der sich schon ausgewirkt hat. Wie sogar Andrea Schiebelt bemerkte mit den Worten: Was hast du denn da gemacht? Ja, das war Wollte ich nur mal kurz einfügen. Füppenick, ja. Ja. Im heimischen Gewässer, wo ich auch Ja. dachte, da kenne ich ja nun wirklich jede Jede Tonne. Boje, genau. Und ja, So. aber die Baustellenboje da, nicht da voll da. Salvador Allende Brücke. So, hier können wir noch mal kurz zur Seite blenden. Da hinten, ich zoome mal ran. Da ist die grüne Tonne. Die ist auch richtig. Ja. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Noch mal ein Schluckchen. Also die größte Sorge, die ich hier habe, wir sind jetzt hier zwischen Peenemünde und Wolgast unterwegs, ja, Richtung Anklam, Achterwasser und so weiter. Und die größte Sorge, die ich habe, ist hier vor der Polizei, vor der Wasserschutzpolizei, weil die haben da irgendwie hinten einen Hafen und ein riesengroßes Boot, ja, mit dem sie dann die ganze Ostsee befahren können. Und wenn hier irgendjemand was nicht richtig macht, dann kommen die sofort angefahren, machen einen Einsatz, ja, und nehmen die Personalien auf und dann muss man die Papiere vorzeigen. Also hier ungefähr war es, wo sie uns drangsaliert haben. Ja, das ist ja auch Drangsal. Seemannschaft können wir ja alleine, weil wir da hinten die EU-Fahne hatten, ja. Und der eine meinte sogar, das wäre eine Straftat. Naja, das hat 100 € gekostet letztendlich im Gerichtsverfahren. Ja, das darf man nämlich nicht hinten. Da muss die Nationalfahne, ja, von Deutschland. Was denn? Ich soll mich ein bisschen, wird mir gerade hier von der Regie erklärt, ich soll hier nicht ausrasten während der Sendung. Ja, Es dann gibt schaltet kleine sich der Benimmregeln hier an Bayerische Bord. Rundfunk aus, weil das ja nicht im Staatsfunk. Nun ja, also Ja, jedenfalls haben wir hier das wunderbar Bötchen abgeschmückt. mit Genua draußen. Wir fahren Genau, ich kann ja mal 2,3 ganz kurz leuchten, wo hier Knoten in der unser Stunde. Sonnensegel ist, nämlich Ja, da. haben noch Fantastisch. 3,2 Meilen Luftlinie bis zur Brücke. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht auf die Untiefe drauf brate. So. Da kommt uns auch einer entgegen, allerdings nicht unter Segeln. Das Sicher. heißt, wir haben Vorfahrt. Sicher. Genau. Ja, wir sind ja ganz am Rande vom Fahrwasser, also da muss man sich jetzt Ja, keine Sorgen wir machen, sind ja. außerhalb des Fahrwassers. Ja, Schon wieder. da schon wieder. Wieder rote Tonne an Steuerbord. Piggy merkt immer alles. Ja. Ja, wenn ich eins gelernt habe auf dieser Reise. Ja, also, wir haben heute den 12., glaube ich, den Ja, 12. September. heute ist der 12. Und Montag, der 12. wenn man auf die September. Karte guckt, kann man schon sehen, wir sind so langsam auf Heimreise. Das heißt, wir werden jetzt also dann Wolgast, dann Achterwasser, vielleicht machen wir da noch einen Abstecher. Dann kommt Anklam, dann kommt das Haff, dann kommt Genau. Ziegenort, Schepietz. Da werden wir den Tank nochmal voll machen, wobei, ja. Wahrscheinlich. Wann haben wir das letzte Mal getankt? Ich glaube, das war da oben bei Sigtuna, ne? In den Melaren. Richtig, im Ja, Mälaren. da haben wir den Richtig. Tank nochmal voll gemacht auf Genau. 180 Liter und jetzt ist die Anzeige 110. Das heißt, wir haben also 70 Liter verbraucht. Das ist jetzt für den langen Weg das ist ja bei Stockholm gewesen, gar nicht mal so viel. Sind ja auch nicht viel Motorrad. Sind ja auch Ja, ein Segelboot. heute Genau. sind wir auch unter Segeln abgelegt. Ja, von unserem Ankerplatz östliche Küste von Peenemünde. Genau. Genau. Ja, soweit, Na, so vielleicht möchtest du gut. noch den Fischdampfer da Das vorbeifahren könnten wir lassen, machen. ja, Der so kommt bestimmt gleich.
für so unsere Fans. Upsala. Für die Fans. Ja, für die Fans des Fisches. Für die Filmbetrachter. Die Fischfans. Da kommt er auch schon. Der ist ausgesprochen schön, finde ich. Ja, der sieht sehr, sehr zünftig aus. Ach, guck mal, das ist ein Ausflugsdampfer. Die machen so ein bisschen. So, da wünsche ich erstmal eine gute Fahrt. Gepäck da haben wir an Bord, wenn wir was solche. So grüßt man sich. Jawohl. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, Brause!